Hallo, ja, hier ist die Anja von anjajakob.com und ich lade euch heute wieder ein zu einem Live-Video. Ich habe den Ort diesmal nicht ganz so glücklich gewählt. Die Autos sind teilweise etwas laut, die vorbeifahren. Und ja, hier sind nur noch drei Jugendliche, die sich gerade immer mal wieder sehr lautstark unterhalten. Und ja, jetzt hatte ich es aber angekündigt und deswegen mache ich es jetzt trotzdem hier. Ich hoffe, es ist nicht zu stören. Ja, ich lade ja ein, mir Fragen zu stellen, die ich gerne dann in Live-Videos beantworte. Und die Olga aus Moskau hat mir zum Beispiel letzte Woche eine gestellt im Nachgang zum Live-Video aus letzter Woche, dass sie mit ihrem Zwergschnauzer das Problem hat, dass er die Bälle nicht immer direkt zu ihr spielt, also häufiger auch mal an ihr vorbei. Und ja, so seitlich, und sie jetzt wissen wollte, was sie tun kann. Und dann hatte ich sie gebeten, mir eine kleine Videosequenz davon zu schicken. Und ja, das hat sie gemacht. Und da habe ich auch schon eine Antwort drauf gegeben. Und da möchte ich jetzt im Video noch ein bisschen ausführlicher eingehen. Ja, wenn du mich jetzt, ja, wenn du live dabei bist, dann schreib mir doch kurz in die Kommentare, dass du da bist. Ein kurzes Hallo, dass ich weiß, ja, dass ich, wer mit da ist und euch auch begrüßen kann. Und schreib doch gerne, von wo ihr zuschaut. Oder ja, mich würde auch interessieren, ob ihr schon Treibball spielt oder damit erst anfangt, euch einfach nur interessiert. Und ja, von daher, ich freue mich, wenn ihr unten was in die Kommentare schreibt. Und gerne auch Fragen im Laufe von dem Video. Sei es jetzt zu den Sachen, die ich erkläre und zeige, oder auch andere Fragen zum Treibball. Ich gehe dann am Ende gerne nochmal darauf ein. Ja, also, die Olga hatte mir das Video geschickt, und daran sieht man, dass der Hund die sehr freudig die Bälle schiebt und auch zu ihr in die Richtung, aber ja, eben sie am Anfang nicht gleich trifft, dann nochmal eine Kurve dreht und den Ball auch schön unter Kontrolle hat und ihn auch ja wieder in ihre Richtung schiebt. Und dann ja, kann sie ihn gerade mit der Hand noch stoppen, weil sonst hätte der Hund noch weiter geschoben. Und auch als sie ihn dann schon hat, möchte er nochmal anstupsen. Und da habe ich ja, ihr zurückgeschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass ihr Hund nicht möchte, dass das Spiel zu Ende ist und ja, gerne einfach noch weiterspielen möchte. Denn so ein ähnliches Problem hatte ich mit Malouk. Merlin und Malouk, meine beiden Border, sind sehr unterschiedlich. Der Merlin hat von Anfang an ja, alles sehr dynamisch und wild gemacht. Ja, bei ihm musste ich sehr aufpassen, dass er nicht überdreht mit den Bällen und auch mit ja, mit Spielzeug oder was auch immer. Er fand alles toll, wenn ich was geworfen habe, Bälle, die durch die Gegend rollen. Und ja, hallo Peter, ich sehe gerade, du siehst zu. Wenn noch weitere zuschauen, dann schreibt mir doch bitte kurz in die Kommentare, dass ihr da seid. Und ja, wie gesagt, auch gerne Fragen. Ich gehe darauf später ein. So, ja, also Merlin, da war ich am Anfang sehr vorsichtig und weil ich gesehen habe, wie manche Hunde eben recht wild Treibball spielen, das wollte ich nicht, und hatte so die Sorge, die auch be durchaus begründet ist, wenn der Hund erstmal zu viel Spaß am Spiel mit den Bällen hat und mit denen gelernt hat, sich selbst zu bespaßen, dass es dann schwierig ist, das wieder abzustellen. Also bei ihm war ich sehr, sehr genau und habe immer erst in kleinen Schritten gearbeitet, dass er den Ball immer in meine Richtung schieben musste und ich ihn dafür belohnt habe und ein Schrittchen rückwärts ging. Und ja, dann habe ich mit den Targets viel Ruhe reingebracht, dass er auch lernte, am Ball stillzustehen und zu warten und sich von einem zum anderen auch mal schicken zu lassen und dass eben zu einem Ball zu laufen nicht immer gleich heißt, ich darf den schieben. Und er hat eine Treibtechnik entwickelt mit der Zeit, die sehr geradeaus ist, und ja, schiebt die Bälle ja fast wie auf Schienen immer in meine Richtung. Und wenn die nicht so groß sind, dann trifft er mich auch eigentlich immer auf Anhieb. Mit Malouk der ist ein bisschen ruhiger gewesen von Anfang an, und da war ich etwas nachlässiger. Das heißt, den habe ich ja einfach dem habe ich zu früh zu viel zugetraut und habe ihn bereits mit ca. 1,5 Jahren zum ersten Turnier angemeldet. Er hatte kurz vorher gerade gelernt, ja auch mehrere Bälle zu mir zu schieben.